Moin liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017 auf der nordfriesischen Marschmap 2.4. Warum steht er denn hier einfach in der Gegend rum? Sieht da irgendeine unsichtbare Wand? Sonst heizen sie immer rum und jetzt? Fahr weiter. Schnell weg. Sonst sind sie irgendein Stalker oder so. So, wo waren wir denn? Wir waren stehen geblieben vorhin. Bei der Beladung unserer schönen Bierkastensache hier. 7089 immer noch. Hat sich noch nichts getan. Im Preis weder positiv noch negativ. Aber die erste Ladung hier ist voll. Wie viel ist jetzt noch drin? 17.000, also drei Paletten. Dann können wir auf jeden Fall noch ein paar Pflaume dazu packen. Machen wir an. Fahren wir erstmal ein Stück weiter, ne? Damit der zweite Trailer in Reichweite kommt. So, Bier noch drei. Was mit dem machen? Ne, das machen wir auch mit dem hier. Da passen ein paar mehr rauf hier, ne? Schön. Was hier an Geld drauf steht, Leute. Sollen wir mal wetten? Wahnsinn. 600.000. Das wird unser größter Zahltag bisher, glaube ich, heute. Na, hier wollte ich Kompost machen, ne? Vorhin noch. So. Vier Kasten. Ein kleiner angebrochener noch. Dann reicht das. Pflaumen auch ganz gut. Ja. Kasten ist leer. Machen wir die Beladung komplett aus. Noch zweimal Pflaume bitte. Sehr schön. Einer noch, dann machen wir direkt aus. Okay, frisches Obst, genug. Aus. So, die Ladung. Unser unermesslicher Reichtum hier. Mal ein bisschen ranzoomen. Das wird sich lohnen, definitiv. Da soll man, wenn wir hier mit Warnleuchten fahren, ne? Und was macht der Preis? 7089. Also man kann, wie gesagt, wir könnten natürlich jetzt noch eine Minute, was auch immer, warten. Um zu schauen, ob sich da noch was tut. Kann ja noch nach oben gehen, ne? Kann auch auf 8000 wandern, der Preis. Besten Falle. Pflaume bei Lidl ist mit 75% auch echt gut. Guck mal, was sind das? 2500, 2000 Current Price ist auf der Stelle 2300. Für Pflaumen und eine Pflaumenpalette sind also dann auch irgendwie 11.000 Einnahmen. Gut, kein Vergleich zu 30.000 Probierpalette. Pass auf, Auto. Oh. Vielleicht selber auch gucken, wo wir hinfahren. Gucken wir lieber nach vorne, ne? Sehen wir mehr. Darf ja nicht kaputt gehen hier. Zerbrechlich, das Ganze. Nordpilsener. Ja, ich weiß gar nicht, aber so viele kriegen wir hier, glaube ich, auch gar nicht abgeladen, beide Anhänger. Dafür ist der Abladetrigger dann doch ein bisschen zu klein, um hier zwei volle LKW-Ladung an Paletten loszuwerden. Das ist auch die Frage, wie macht man das am besten? Ich glaube, wir fahren mal rundherum, sonst sind wir immer nur mit Einzelgespannen hier gewesen. Über den Parkplatz. Machen wir es eben doch Stück für Stück. So. Sehr schön. Warten wir jetzt noch oder laden wir jetzt ab? Ist immer noch bei 7089. Das ist natürlich, man könnte jetzt hier den Höchstpreis verpassen. Ne? Ich weiß auch nicht genau, wahrscheinlich immer zur vollen Stunde oder so passen die Preise sich so ein bisschen an. Karton und Papier ist ja beides aktuell
vom Preis her richtig mies. Mal gucken, mal mit der Obstfarm noch mal gucken. Leerpaletten hatten? Nee. Das ist auch nicht mehr viel. Also müssen wir Leerpaletten auch im großen Stil verteilen. Einmal für Obstfarm. Hätte sich doch über Nacht aber auch schon wieder ganz gut was getan. Außer bei Äpfeln. Werden Äpfel nicht mehr produziert? Also Kompost und Wasser ist eigentlich noch da. Kompost ist gut, kann man auch irgendwann mal wieder auffüllen hier. Noch passt es aber. Und Äpfel werden auch noch produziert. Kartonpaletten. Ja, also Kartonpaletten, Papierpaletten. Die müssen wir zu unseren Produktionen fahren. Eine ganze Ladung Papierpaletten zur Molkerei, eine ganze Ladung Kartonpaletten hier zur Obstfarm. Und Überschüsse können wir nachher sonst im Zentrallager, Palettenlager einlagern. Macht, glaube ich, am meisten Sinn. Also machen wir es doch mit dem jeweils eine Anhängerladung voll. Denn heute, ne, Sonntag, Tag der Produktionen. Da müssen wir immer mal so einen Special-Tag einlegen. Jeden Sonntag ist Tag der Produktion nach dem Motto. Jeden Montag ist Tierversorgung oder so. Jeden Dienstag ist Felder, was weiß ich, düngen, anpflanzen. Keine Ahnung. Jeden Mittwoch müssen wir Maschinen sauber machen, aber ne. Ich mache das alles auf gut Glück. Nach Lust und Laune, wie es gerade so fällt, das Ganze. So, Papier. Und Karton. Das war Karton. Oder sollen wir komplett doppelte Ladung Karton nehmen und dann eine doppelte Ladung Papier? Dann haben wir nämlich langfristig gesehen da genug. Dann haben wir hier mal aufgeräumt, ne? Das hier mal vom Deich runternehmen. Und eine mehr noch weg. Oh ne, doch nicht. Zwei sogar noch. So, volle Ladung. Immer noch mal über Ende gucken, ob der Quarantpreis sich nicht gerade verschlechtert für Bier. Das ist ein bisschen spekulativ jetzt, ne? Zu sagen, wir warten noch ein bisschen. Hatten wir da nicht eigentlich irgendwas gemacht an Kurs? Und so ein paar Kursplay-Kurse haben wir doch auch. Lager Obstpaletten. Achso, das hätten wir sogar per Lager gemacht. Also Leerpaletten für Molkerei, Leerpaletten zur Brauerei, Leerpaletten zur Obstfarm, Paletten zu Zellstoff. Okay, das können wir noch mal. Überfüllung Komposter. Hier. Zellstoff zur Obstfarm. Fährt, glaube ich, hinten los. Das wäre ganz schön. Das ist der Startpunkt. Muss ja, ne? Dann kann der nämlich die ganzen Papppaletten da in Ruhe hinbringen. Wir müssen sie natürlich dann da irgendwie geschickt verteilen, aber das kriegen wir schon hin. So. Überführung, Abfahrer einstellen. Kriegt er hin. Perfekt. So, wir gucken mal weiter. Milch. Wir müssen Milch auch für die Molkerei haben. Die ist ja auch fast leer. Ja, durch den Reifen. Das ging ja schnell. Das ist nicht besonders weit gekommen. Aber wir fahren jetzt erstmal zu dem, zu unserem Hof und laden ein bisschen Milch ein. Dann gleich um 7 Uhr könnten sich die Preise ändern. Ne? Also wir stehen da ja eigentlich schon parat mit unseren ganzen Pflaumen und dem ganzen Bier. Warten nur noch auf die Preisentwicklung gleich um 19 Uhr. Nach oben oder nach unten. Und noch durch den Reifen kommt da wohl nicht mehr weg.
Ja, unsere ganzen Felder sind geerntet. Da müssten wir mal sehen, dass wir das neu anpflanzen. Entweder grubbern wir das oder wir machen direkt Saat. Das weiß ich noch nicht so genau. Missing Gas Station in. Achso, naja, ist nicht ganz so wild. Das macht nichts. So, wie sieht das hier aus? Ach, ich habe die Frucht ja noch gar nicht zurückgesetzt. Muss ich noch? 10.000, ist kein Mist mehr hier. Gülle ist noch da. Ja, müssen wir nochmal eine Schaufel Mist hier hinbringen oder was? Ach Mensch, wir können doch nicht immer alles gleichzeitig. Ja, für sowas müsste man ja aber auch einen Kurs per Kurs aufzeichnen können, oder? Zum regelmäßigen Mist auffüllen, das ist ja ähnlich wie eine Silage-Aufzeichnung. Da müssen wir die Schaufeln und alles noch wieder einstellen. Ich glaube, wir hatten hier nicht ganz so viel Mist, ne? Wie im Multiplayer haben wir viel zu viel Mist. Ich glaube, 800.000 oder so lagen da, ne? Aber so wird hauptsächlich wieder ein bisschen was produziert. Vielleicht noch eine Schaufel. Ne, füllt sich nicht wieder auf. Also es ist dann tatsächlich der Rest an Mist, der hier ist. 16.000, das lohnt dann ja noch nicht, ne? Warten wir noch ein bisschen, lassen wir hier nochmal stehen. Der Fastback kommt teilweise weiter und teilweise nicht. Hat sich am Preis, hat sich noch nichts getan. Weder bei, na, ich glaube Pflaumen ist sogar noch ein bisschen, doch Pflaumen ist noch ein bisschen gestiegen. Bier ist immer noch auf dem Höchstpreis. Verweilt da vor sich hin. So, der muss zurücksetzen, weil der hängt ja irgendwie hier komisch, glaube ich, im Gemüse. Das ist die Presse und sowas, alles in Ordnung. Ich habe immer noch irgendwie einen Frontlader gesucht vorhin. Alles Mögliche, aber keinen Frontlader hier. Gibt's ja nicht. Verkaufen, verkaufen? Nein, wir warten noch ein bisschen. So, Wasser ist aufgefüllt, fürs Erste zumindest. Ein bisschen Mehl ist auch noch da, heißt, hier wird ordentlich Brot produziert. Und Brot hat leider noch recht einen kleinen Sammelplatz, aber wenn die Bäckerei irgendwann überarbeitet wird in einer der nächsten Versionen, wird auch das natürlich ein bisschen gefixt werden. So, dann fahren wir vorne zur Brauerei, da haben wir den Wassertank, da können wir die Brauerei auch nochmal mit Wasser auffüllen. Oder wir holen das, nee, wir haben noch beim Klärwerk noch so viel Wasser, ne? Da sollten wir es ja auch irgendwie nutzen. Den ziehen wir mal durch.
Kompost ist aktuell beim Getreidehandel am besten. Wie weit ist der denn wohl schon? Achso, der ist da. Der Fast Track. Sehr schön. Sollte auch zu Obst haben. Lassen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir das Ganze am geschicktesten hier gestalten. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so genau, weil ich glaube, mit beiden Trailern hier durch die Gegend zu fahren, das ist kontraproduktiv. Also, wenn wir jetzt nochmal vielleicht auf der Plattform abladen. Das ist mit den Paletten immer, die fliegen einen um die Ohren, obwohl ich die kleiner gemacht habe. Aber die scheinen immer noch ein kleines Stück zu breit zu sein. Eigentlich blöd. Wo ist sie hin? Auf dem Dach oder wo? Oder ist doch hier angekommen? Okay. Also immer die Hälfte der Paletten sozusagen nehmen wir ab. Sind ja immer 1, 2, 3, 4, 8, 11 oder so drauf, ne? Wir haben hier passiert nichts, also durch da rein. So, sollen wir die anderen wieder aufnehmen? Besser ist, ne? Verlieren wir sie zumindest nicht. Dann versuchen wir hier rundherum wegzukommen. Und bringen das hier vorne in den nächsten. Aber das ist eine Sache, das machen wir morgen. Ich danke euch, liebe Zuschauer, fürs Dabeisein, für eure Unterstützung, für jedes Like, für jedes Kommentar. Danke, dass ihr so aktiv seid und ja, mich hier mal locker über die 5300 Abonnentenmarke in den letzten Tagen gehievt habt. Die nächsten Tage wahrscheinlich schon 5400. Wahnsinn, wie schnell das geht. Danke für eure Unterstützung. Macht Spaß und hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Bis dann und tschüss.